Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Lukas Podolski SBC abschließen. Ihr seht ja schon, seine Karte sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wir haben für die gesamte Challenge 75.000 gezahlt, Freunde. Wir werden auch direkt loslegen, wenn es euch natürlich gefällt mit der SBC wieder. Gibt sehr, sehr gerne einen Daumen hoch, Freunde. Wie gesagt, 75.000 müssen wir rausholen. Sehr, sehr günstig, muss man echt sagen. Fast alles hat nichts gekostet. Also, ja, wie gesagt, wir machen wie immer das hier am Anfang im Schnelldurchlauf, dass ich euch zeige, welche Spiele ich gekauft habe. Ich habe natürlich auch ein paar durch die Browser-Pack-Methode gehabt. Werdet ihr sehen im Laufe des Videos. Bei mehreren Browser-Spielen steht dann natürlich Erstbesitzer, aber die habe ich natürlich mitberechnet, was die kosten würden. Hoffen natürlich, dass wir hier vielleicht ein bisschen Packler haben in den Packs. Vielleicht ziehen wir ja was Nices. 75.000 kann man da auf jeden Fall locker rausholen, denke ich mal. Gehen wir jetzt hier durch, was wir hier bezahlt haben. Ihr seht jetzt viele Erstbesitzer, wie gesagt. Wir einfach durch die Browser-Pack-Methode Spieler zum Beispiel von Saudi-Arabien von der Liga spare ich auch schon an. Falls die kommt, werden wir die natürlich auch machen. Könnt ihr euch einfach aufheben, wenn ihr natürlich die Browser-Pack-Methode macht. Wie gesagt, die ist ja sehr, sehr leicht und viele denken, ich denke, viele wissen, wie die geht. Ja, einfach die Packs für 400 aufmachen, dann die Spieler verkaufen, Fitness und Verträge und so natürlich behalten. So, wie gesagt, hier müssen wir die 18 Challenges halt abschließen. Ich zeige euch einfach im Schnelldurchlauf. Nächste Team hier auch. Ihr seht, teuerster Spieler hier für 300 ist natürlich gar nichts. Wir haben 18 Packs dann insgesamt am Ende. Ist schon nicht so schlecht. Also, die Packs sind natürlich auch nicht so krass, aber vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Machen wieder Gewinn. Und bei den letzten SPCs haben wir ja sehr, sehr guten Gewinn immer gemacht. Also. Ja, da haben wir, ich glaube, bei den letzten immer so 40k immer so, oder den immerhin rausgehabt bei Gnabry, die Coins, glaube ich. Bei Gnabry sogar, glaube ich, ein bisschen Minus, aber ja, der Stürmer hier war teuer, aber der Rest hier, das war der teuerste Spieler, den ich insgesamt kaufen musste, 2200. Aber wo ist okay, woanders kosten der teuerste Spieler 10.000, 12.000. Gerade in der Bundesliga, dieser Bronze-Innenverteidiger zum Beispiel von Bayern, habe ich auch ja dem Letz gezogen, kostet einfach 10.000, das ist natürlich richtig krass. Klar, die haben nur Süle und danach müsste man Boateng oder Hummels abgeben, wenn man diesen Bronze-Spieler nicht kauft. So, kurzer Leck hier gehabt, aber geht weiter. Auch die, ja, paar waren halt teuer, ein paar Bronze-Spieler. Wenn die ja zum Beispiel hier 4 ZMs wollten, klar, dann sind die ZMs nicht auf Abstoß, ist schon klar bei sowas. Wenn die nur 6 Spieler auf der Position haben, man 4 braucht, ist natürlich jeder teuer, ist klar. Hier, also die meisten kosten wirklich alle 200. Könnt ihr euch einfach erbieten, ersnipen, kriegt der ruckzuck zusammen. Also da werdet ihr das wirklich sehr, sehr günstig abschließen können, wenn ihr die Challenge machen wollt. Und Poldi ist eine nice Karte, kann man theoretisch sogar mal testen, weil die Karte sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Ist jetzt nicht die überkrasse Karte, aber ist in Ordnung. Dafür, dass sie so gesehen, ja, für 70.000 nur, plus, dass wir natürlich einiges zurückbekommen, ist es sehr, sehr gut. Also, wenn wir natürlich schauen, wie viel wir für ihn bezahlen. Am Ende werden wir das natürlich wie immer ausrechnen, Freunde. Jedes Pack werden wir ausrechnen. Er ist jetzt noch bei diesem alten Team der Woche, wo ich ziehe, mit Salah und so weiter, weil das neue Team der Woche absoluter Crap ist. Und da müssen wir natürlich, wenn man in Form zieht, einen aus dieser Woche ziehen und nicht aus der nächsten. Deswegen müssen wir uns auch beeilen, weil es ist gleich 19 Uhr. Nicht, dass wir da von den neuen Team auf der Woche ziehen. Aber müssen erstmal natürlich einmal einen ziehen. Ist natürlich klar, wir bekommen auch sehr, sehr viele Silberpacks. Aber da können auch teure Spieler drin sein. Wisst ihr ja, wir haben schon mehrere Spieler gezogen, die 10, 12k wert waren. Nächste Team hier. Ich glaube, da war der eine Spieler teuer, aber der Rest, naja, war gar keiner teuer. Einer hat 750, aber das sehe ich nicht mal als teuer an, das ist sogar ein ordentlicher, okayer Preis halt, ne, klar. Wenn man einen Goldspieler kaufen würde, würde er auch 700 kosten, wenn er glänzend ist. Ja, einer hier 1000, aber der Rest auch wieder vollkommen Abstoßpreis, also das kriegt wirklich jeder hin, da muss ich eigentlich nicht mal die Sachen vorher zeigen, weil, ja, okay, wir bekommen sehr, sehr viele Silbersätze, sehe ich gerade. Hier, das ist, glaube ich, der Verein von Poldi und natürlich auch im Iniesta. Senden wir das ab und dann holen wir noch dieses, den letzten Verein ab, Yokohama, und dann haben wir den Lukas Podolski im Verein. Ja, ihr seht es also, die haben vielleicht jetzt immer ein bisschen mehr gekostet, weil zwei Stück in 1000er gekostet haben, aber geht vollkommen klar. Wie gesagt, 75.000 haben wir bezahlt im Endeffekt
und bekommen natürlich jetzt 18 Packs. Also das heißt, wir müssen im Endeffekt 3K, 3.500 ungefähr rausholen, dass wir im Plus sind. Und ich denke, das ist schon durchaus möglich. So, jetzt können wir uns natürlich den Poldi raussuchen, weil der andere, der ist ja absolut nicht zu gebrauchen, obwohl Stärke natürlich sehr, sehr stark ist. Aber Poldi, der sieht schon sehr, sehr stabil aus. Schusskraft 97, Stärke 87. Abschluss hätten sie ein bisschen mehr geben können, hätten sie so 85, 86 geben können, aber ist schon trotzdem eine ordentliche Karte. Nehmen wir den Poldi hier mit und dann packen wir den Kollegen erstmal in den Verein. Und jetzt gehen wir zu dem gemütlichen Teil über, natürlich den Packs zu ziehen. So, die Silbersets, die werde ich immer skippen, weil die sind natürlich unrelevant, wenn wir natürlich immer ausrechnen, was wir rausholen. Vielleicht ein guter Spieler aus einer beliebten Liga wäre natürlich immer gut. Ja, das Pack war jetzt nicht so viel wert. 3000 ungefähr, die können wir abstoßen, die haben wir nämlich doppelt. Wir gehen zum nächsten. Nächste Silbersetchen, wie gesagt, die überspringen wir. Die Silbersets, das erste war leider nur 3K wert. Ein bisschen schade, aber vielleicht ist das hier jetzt mehr wert. Können wir mal schauen. Pack kriegen wir hier 4000, weil der Hoffenheim-Spieler ein bisschen was wert ist, aber der Rest hier ist natürlich auch nicht so gut. Aber packen wir alles in den Verein, gehen zum nächsten Set. So, Prime Silberset, das ist eigentlich, glaube ich, das beste Silberset, was man kriegen kann mit nur Silberspieler, wenn mich nicht alles täuscht. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Kempf ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, okay, ist okay, aber ist jetzt nicht krass. 1000er wert. Ja, mit dem Pack bin ich zufrieden. Machen wir hier 5000. Den hier können wir abstoßen, haben wir doppelt. Bin ich sehr zufrieden. Gehen zum nächsten. Silberset klein. Also, das müsste die Hälfte von dem anderen Pack da sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hier haben wir Lustig drin. Pack ist 2K wert, das ist überhaupt nichts. Also, packen wir in den Verein. Da wollen wir natürlich den einen oder anderen Leinwandspieler und einen Walkout hätte ich sehr, sehr gerne. War auf jeden Fall korrekt, wenn wir einen kriegen würden. Schauen wir mal, was wir jetzt hier im ersten Set bekommen. Ja, okay, Moutinho immerhin, Premier League Spieler, ist akzeptabel. Ja, und wir ziehen einfach mal einen Schalker. Die sind mittlerweile noch mehr gestiegen. Sie sind mittlerweile bei 5000 Coins, also das ist natürlich sehr, sehr krass. Hätte ich nicht gedacht. Machen wir hier 7000 aus diesem Set. Pack. Komm, yay, zeig mir was Schönes. Bitte Leinwand. Ey. Oder Schalke. Porto? Jawohl, Porto. Korrekt. EA gönnt. Das ist schon mal korrekt. Porto ist nämlich auch sehr, sehr viel wert. Wahrscheinlich geht die Challenge nicht mehr so. Die Challenge dürfte wahrscheinlich gerade nur noch ein paar Minuten gehen. Die wollen wir natürlich jetzt safe weg haben. Deswegen stellen wir den, der ist auch relativ billig. 3000 rein. Ist okay. Ist okay, machen wir hier 5000 mit dem Pack. Nehmen wir alles mit. Die können wir abstoßen. Weiter geht's. Ja, und die haben wir beide direkt verkauft. Das ist schon mal sehr, sehr gut. 3000 und hier 5000 fast. Also sehr gut, dass die so schnell weggingen. Wie gesagt, 12 Packs haben wir noch. 15 Minuten haben wir noch. In der Zeit laufen die Challenges noch. Deswegen muss ich hier natürlich ein bisschen schneller ziehen, die Packs, weil wir da natürlich das Maximale an Profit rausziehen möchten. Hier ziehen wir Gomez von Celta Vigo. Aber nope, der ist nichts wert. Anker bringt ein Taui ungefähr, 1400. Ist okay, das Pack hier, das können wir abstoßen. Machen wir hier 3000 ungefähr, ist okay. Set Premium Gold Pack. Bitte mal ein Leinwand, bitte mal ein Leinwand. Sehr unsympathisch, Altidor. Wollen wir nicht, wir wollen Leinwandspieler oder Walkout. Oder Ikone würde ich halt auch nehmen, ne? Also ja. Ja, das Set ist einfach auch nur 3000 wert, ja, ein bisschen nicht rentabel. So, dale, Premium Gold Pack, nächste Paket. Wenn kein Ding kommt, werde ich weiter drücken, weil dann müssen ein bisschen Zeit sparen, Freunde. So, dann möchten wir uns natürlich beeilen, das Pack ist Schmutz, ja. Reim Elektrum Spieler Set klein, ab geht die Fahrt. Vielleicht jetzt mal wenigstens ein Leinwand. Ah, Belka ZM ist es. Ah, es Witzel könnte vielleicht für was gehen. Aber ich dachte an diesen Dembele, aber der wäre ja, glaube ich, Leinwand gewesen. Für 1,6 verkaufen ist okay. Nehmen wir mit. Haben wir hier mit dem Set 4000 gemacht. Rest in den Verein. Beim Elektrum-Spieler-Set klein. Von denen haben wir noch ein paar. Jetzt schauen wir mal, ob wir wenigstens irgendwann mal eine Leinwand bekommen. Aber sieht bis jetzt nicht so aus. Ja, Skrittel wahrscheinlich, ja. Ja, 4000 hier nochmal für das Pack. Prime Elektrum Spieler Set klein, das letzte von denen her. Die waren bis jetzt so lala, ne? Nicht krass. Also, wir haben immer noch keinen Leinwandspieler. Hätte ich schon erwartet, bin ich ganz ehrlich. Also,
Das wird da keinen bekommen, schon sehr, sehr enttäuschend. Ja, für den kriegen wir nochmal einen Tausender. Aber das ist auch wieder nicht so ein krasses Set. Es ist so 4000 wert. Aber ja, wir kriegen halt immer so viel, wie wir ungefähr bezahlt haben. Gentner, aber sollte, glaube ich, auch ein Taui oder so bringen. Dadurch natürlich, dass die Bundesliga SBC da ist. Haben wir hier nochmal 5000, den hier können wir abstoßen. Gehen zum nächsten Set. Jetzt haben wir noch gemischte Spielerset. Komm. Ja. Das ist wieder kein Leinwand. Können wir für 400 noch verkaufen? Machen wir hier 4000 aus dem Set. Den einen hier unten haben wir wieder gezogen. Können wir wieder abstoßen. So, dann haben wir noch, ja, die Packs sind auch nicht die besten, muss man sagen. Noch drei von diesen gemischten Spielersets. Ich glaube nicht, dass wir da was richtig Krasses ziehen kann. Ja, machen wir hier nochmal 4000 mit diesem Set. Das Spielerset, vorletzte von denen. Ja, also. Oh, das ist sogar ein Leinwand, jawohl. Korrekt. Ein deutscher ZM. Und das wird Goretzka. Goretzka ist ordentlich. Sehr, sehr nice. Wenn man, glaube ich, direkt verkaufen sollte, noch ein bisschen was bringen. Aktuell dadurch natürlich, dass 83er ein bisschen was wert sind. Es ist natürlich nicht so nice, aber. Nehmen wir mit. Ah, Klein bringt auch nochmal 1,4. Das ist das beste Set, was wir bis jetzt gezogen haben. Die hier sind, glaube ich, nicht so viel wert. Der hier, doch, der geht hier auch für einiges. Also, der hier kriegen wir auch safe die 900 mal für den. Das ist ein sehr, sehr gutes Set, was wir hier haben. Also, mit dem Set machen wir so um die 8000 und das ist schon sehr, sehr gut für so ein Pack. Ich sah auch von denen nochmal eine Leinwand und dann wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Komm. Ja, leider nicht. Bekomme Barclay, kein schlechter Mann von der Premier League. Kann man sehr, sehr gerne mitnehmen. Rest ist leider nichts wert. So, Barclay bringt 7.800, aber der Rest von dem Pack ist halt nichts wert. Bringt so 4000. Die hier können wir abstoßen. Und dann kommen wir zu dem letzten Set. Ein gemischtes Spielerset. Klein. Also, ja. Schauen wir mal. Ah, ein Leinwand haben wir bekommen insgesamt. Also. Ich wollte einen Walkout, aber ein Leinwand haben wir bekommen, immerhin einen Bayern-Spieler, aber ja, das war halt. Oh. Das ist gut, wollte ich sagen, okay, das ist doch nichts wert. Ich dachte, er bringt viel, weil ja, die Silber- und Bronze-Verteidiger eigentlich sehr, sehr teuer waren, aber der ist halt nichts wert. Hier seht ihr nochmal, was wir hier ungefähr aus diesem Pack rausbekommen. Den können wir nochmal verticken für 1200, kriegen wir safe für den. Rest packen wir in den Verein. Dann machen wir nochmal 4000 hier mit diesem Set. Dann gehen wir rechne ich zusammen und dann sage ich euch, wie viel ich im Endeffekt für den Poly bezahlt habe. Bis gleich, Freunde. Freunde, ich bin jetzt wieder zurück. Hier seht ihr mal noch drei Verkäufe, die weggegangen sind. Goretzka, der Realspieler und der Australier. Wir haben insgesamt ein bisschen Minus gemacht bei der SBC, bei der Poly-SBC, aber ist vollkommen in Ordnung. Haben 70.000 ungefähr rausbekommen, haben halt absolut Müll gezogen, muss man einfach sagen. Haben 75k bezahlt, heißt, wir haben 5k Minus gemacht. Kann ich absolut mit leben. Poly, eine sehr, sehr geile Karte für 5k. Ist vollkommen in Ordnung, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.